Hey ho und willkommen zurück zur vermutlich letzten Folge von Resident Evil Zero. Ja, ich habe diese Szene jetzt schon zum zweiten Mal aufgenommen. Oder nee, sogar zum dritten Mal. Da ich nämlich die Aufnahme verkackt habe, das aber nicht mitbekommen habe, habe das dann zu Ende gespielt, habe dann festgestellt, verdammt, ich bin so extrem leise und keine Ahnung, man hat nichts gehört von dem, was ich gesagt habe. Und zudem ist mir aufgefallen, ja, mir ist aufgefallen, dass das nicht spektakulär war, weil man mich nicht gehört hat. So, ja, egal, wie auch immer, wie dem auch sei. Ich muss bloß nochmal überprüfen, ob jetzt auch wirklich bei meinen Optionen alles so ist, wie ich das eingestellt habe. Ja, das hätte man mir auch früher sagen können, dass ich viel zu leise bin. Mein Mikrofon stand noch woanders, als es sonst stand. Auf jeden Fall schafft man es mit einer Schrotflinte und mit einer Pistole auf jeden Fall auf leicht. Und beim zweiten Mal ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund keine Energie verloren habe. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich bin vielleicht einfach überlevelt. Bei Resident Evil überlevelt sein geht eigentlich nicht, aber naja. Das ist ein Hebel für den Aufzug. So können Sie vielleicht entkommen. Aufzug, ich bin ja. Nun ja. Wir werden jetzt den Endgegner so spektakulär wie möglich platt machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinbekomme. Ich meine, das ist jetzt mittlerweile schon das dritte Mal, dass ich gegen das Vieh kämpfe. Ihr werdet es ja auch gleich sehen. Oh, Spoiler, oh, Spoiler. ja. Dieser Kampf ruckelt extrem. Ich warne euch vor. Destruction system activated. Nun ja, wie gesagt, das versuche ich jetzt spektakulär zu erledigen. Die Beine haben auch mehr Glück als Verstand. So, willkommen im Endkampf. Da-da-da-da-da-dam. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass ich das jetzt schon zum dritten Mal aufnehme. Haha. Wie gesagt, ich finde es halt bloß irgendwie ziemlich merkwürdig, dass ich halt keine Energie verliere. Das ist merkwürdig. Deswegen habe ich ja die letzte Aufnahme beendet, weil ich dachte, vielleicht habe ich irgendwo drauf geklickt, was nicht angeklickt werden sein sollte beim Let's Play. Denn ich habe es ja synchron nochmal für mich selbst gespielt. Au! Au! Oh, voll mit dem Rücken gegen das Geländer. Aua! Rebecca, steh auf! Was ist denn das für ein weißes Ekelzeug, ey? Ich brauche mal eine andere Perspektive. Das hier ist echt dumm. Ach, Billy. So, Billy, was sagst du? Komischerweise sind wir immer noch auf, okay? Das ist interessant. Ich versuche immer. Aua! Ich wollte Billy eigentlich gerade einfach da aus der Gefahrenzone bringen mit dem anderen Stick. Das hat leider nicht funktioniert. Na los, komm, schieß. Ich sollte irgendwie versuchen, an dem Vieh vorbeizukommen. Oh nein. Ich sollte echt anfangen, nach meiner Munition rechtzeitig zu gucken. Welcher Stuntman hat das getan? Wow, Billy hat mit seiner letzten Kugel das Vieh getötet. Follow me, I follow you.
Majesty. I use my bullets. Da 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 da. Torbedienungsanleitung. Gehen Sie wie folgt vor, um den Heliport im Notfall zu öffnen. Sperre lösen. Die vier Sperrmechanismen im Raum sind in folgender Reihenfolge zu aktivieren. Erstens. Nee. Doch erstens. Südwestseite. Zweitens. Nordwestseite. Drittens. Südostseite. Viertens. Westseite. Drehen Sie zum Öffnen des Tores die einzelnen Kurbeln. Yeah! So, bevor ich irgendwas mache, Rebecca. Du kannst mir deine Schrotflintenmunition geben. Du kannst mir deine... Ich bin verwirrt. Ich benutze das einfach. Ist ja egal. Austauschen gegen die Schrottflinte und ausrüsten. Und auf geht's! Ich bin Billy. Ich kann nicht laufen. Billy. Billy im Wunderland. Komm her. Aua, ich wurde schon wieder bespritzt. Nicht mich anspritzen, das ist pervers. Ich muss mal da vorbei, weil Rebecca da gleich durch will. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, mein liebes Mädel. Ich glaube, das ist nicht geil. Nummer 1. Wenn wir das so in dem Tempo weitermachen, dann schaffen wir das vielleicht auch. Es dreht sich schon wieder zu Rebecca um. Ich könnte kotzen. Hör auf damit! Habe ich getroffen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe daneben geschossen. Oh, ich muss mehr auf die Munition achten. Ich wollte eigentlich weg. Wow. Okay, so geht's auch. Lustig wäre es gewesen, wenn man jetzt Billy voll durchs Bild fliegen hätte sehen. Hui. Naja, okay. Wir schaffen das. Wir machen das schon. Aua. Wenn ich jetzt immer noch nicht verletzt bin, dann tut es mir irgendwie leid. Dann ist hier irgendwie... Ich bin immer noch nicht verletzt. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir auf leicht spielen. Ich habe keine Ahnung. Aber beim ersten Mal habe ich mich auch gewundert. Und dann auf einmal war ich fast tot zum Ende. Da-dam-dam. Der hasst Rebecca dafür, dass sie diese Rädchen aktiviert. Aber was bildest du dir ein? Nimm deinen Schwanz aus meinem Gesicht. Boah, das war pervers. La 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 la. Hui. Take this. And this. And this. Oh Gott, Billy, lauf. Wow. Ist das geil? Man sieht Billy nur so hui, durch die Gegend fliegen. Ich sehe mich nicht mehr. Da bin ich. Na komm. Also das Vieh macht aber trotzdem, trotz des Ruckelns, widerliche Geräusche. Kann ich das jetzt die ganze Zeit so machen? Kaboom. Ich glaube, wir müssen nur noch eins aktivieren, dann haben wir es geschafft. Das wäre natürlich prickelnd. Nimm deine Blume da hinten mal ab. Wow, ins Loch gefallen und tot. Ich frage mich, wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich keine Energie verliere. Ich kann ja jetzt nochmal kontrollieren, ob es wirklich so ist. Es ist immer noch so. Ich bin okay. Ich meine, klar, mir geht's eh gut. Mir geht's immer gut. Ach Mann, was mache ich denn da? Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin verwirrt. Komm her. Gib mir Aufmerksamkeit. Gib mir all of your Aufmerksamkeit, bitte. I'm treffing you. Because I cannot. I cannot. Oh, mein Englisch ist so great. I'm so begeistert.
Because Aua. So, ich glaube, das war eh das letzte Rädchen. Billy liegt bewusstlos auf dem Boden. So. Wunderprima. Ist natürlich schon blöd, dass ich das jetzt schon... Leider. Blödes Bandicam. Ouch. Hey, Queenie! Feast on this! Oh! Ich hatte eigentlich noch 3 Minuten, bevor es explodiert. Explodieren konnte. Und mal wieder ein spektakuläres Ende. Mit einem klein bisschen Puff. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Kein Abschiedskuss? Thank you, Rebecca. Ja, das war es. Nun kommt der super schöne, ruckelige, knisternde Nachspann. Ja, wir haben es geschafft. Was jetzt am Ende los war, so wirklich mit dem Spiel, weiß ich jetzt auch nicht. Also das war irgendwie komisch, dass ich absolut nicht, also weder Energie verloren habe, noch sonst irgendwas. Aber ich muss sagen, ich mag das Spiel sehr gerne. Auch wenn es geruckelt hat, es hat trotzdem verdammt viel Spaß gemacht, das zu spielen. Ich glaube, die Musik ist hier irgendwie ziemlich laut, obwohl ich die Einstellung wieder runtergemacht habe. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch. Wenn nicht, tut's mir leid, dann laber ich umsonst. Bla bla bla. Ja, nein, ich finde auch einfach dieses Prinzip, dass man 2 Figuren gleichzeitig hatte, sehr geil. Man halt wechseln konnte und dass jeder so irgendwie auch wieder seine Vor- und Nachteile hatte. Aber ich habe ja eh nur mit Rebecca gespielt, ja, ja. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, es ist definitiv ein gelungener Vorgänger zum ersten Teil praktisch. Und erklärt ziemlich gut, warum doch die ganzen Viren ausgebrochen sind. Ist ja doch was anderes als im Film. Ja, ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns dann definitiv im Resident Evil 1 Remake wieder. Was auch nicht so ruckelt. Es läuft sogar zu schnell. Das werdet ihr dann sehen. Vielleicht bekomme ich es noch hin, es ein bisschen langsamer zu kriegen, damit wir nicht durchs Haus huschen. Ja, und ich hoffe, ihr seid dabei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!
Thank you.